Kennst du nicht diese ganzen traurigen Bilder von Facebook oder Instagram, irgendwie, dass ein Mann hat den Flug verpasst zur Beerdigung seines kleinen Bruders und so und weint jetzt irgendwie am Terminal und so. Okay. Also ich. Latex-Nutzstück. Man soll ja eigentlich gar nicht die Stimme räuspern, ne? Nee, gar nicht. Gut, dass ich das immer mache. Lieber husten so ein bisschen so. Ja. Ja, okay. Ja, Und hu. willkommen, liebe Leute. Da hört ihr direkt unsere speziellen Features, die wir heute haben in der 121. Ausgabe Brennpunkt Internet mit Tinko Anrancher und Räuben Nostrabambus. Dion. Und Dion ist auch im Nebenzimmer und ist gerade im 24-Stunden-Livestream. Ja. Es kann sein, dass wenn ihr gerade jetzt zuhört, er immer noch live ist, oder? Wann hat denn ihr angefangen? Stimmt. Stimmt, ja. Ja? Das ist ja Ja. großartig. Also Ja. schaltet live ein bei Dion in seinen letzten Atemzügen, wie er online ist auf Twitch. Ja. Dummer Dion. Pausiert jetzt den Brennpunkt. Guckt, ob Dion noch live ist. Und schreibt in den Chat Ausrufezeichen Brennpunkt Internet. Yes. Ja, ihr werdet ihn heute eventuell ein bisschen hören, aber das ist ja ein charmantes Feature im Hintergrund. Ja, wer beschwert sich denn über einen zu hörenden Dion? Das ist doch das Ambiente des Brennpunkts. Ja. Wir bauen hier immer so mit Absicht so kleine Fehlerchen ein und das wären sonst nicht wir. Ihr könnt sonst gemischtes Hack hören oder Ja. wie heißt hier von David Heinen Endstation Bubble Tea oder so. Endstation Bubble Tea, genau so Der sieht es Podcast. aus. Die Lester-Schwestern, meinst Ach du? genau, Wo er schon die lange raus machen nicht ist? mehr, ja. Na doch, die machen noch. Da ist jetzt so eine Männerhasserin ist da jetzt. Ah. Lisa Ludwig heißt die. Okay, verstehe. Und aus Insider-Information weiß ich, dass sie schon wirklich auch so ist, wie sie sich gegeben hat bei dem Erfolgsformat der Twitch-Pitch. Es war so ein Bares für Rares, aber für Filmpitches auf Twitch. Okay. Und da hat sie halt auch so eine Person verkörpert, die ich sehr ekelhaft finde. Sorry, jetzt kein Beef mit den Lester-Schwestern, aber schon. Denn da war der Simon, ja, von Rocket Beans, und er hat so richtig euphorisch einfach über seinen Pitch erzählt. Da ging es um eine Socke, ja, Socko, die Socke. Ist ein Detektiv, glaube ich, oder so. Und er hat halt das vorgetragen mit so ganz vielen Wortspielen. Also der hat sich wirklich Mühe gegeben und sich da was bei gedacht und so. Und war halt sehr euphorisch. Und sie hat das dann gleich als Toxic Masculinity bezeichnet. Oh Und da shit. dachte ich mir, aha, okay. Ja, es kann sehr schnell passieren, dass das, ja, schneller Vorwurf ist nicht immer gerechtfertigt. Ist manchmal auch ein gesellschaftliches Problem und kein einzelnes Problem. Ja, warum muss es denn auch... Oh Gott, jetzt sterbe ich auch gerade. Oh! Man soll ja die Stimme nicht räuspern, ne? Nee. Aber trinken auch. Wasser trinken. Oh, da kam mir ja so ein bisschen Frühstücksflocke hoch, ey. Ja. Was wollte ich sagen? Warum muss es denn Toxic Masculinity heißen? Warum kann es nicht einfach Toxic heißen? Toxische Männlichkeit. Nee, toxische Menschlichkeit. Ach so, ja, Ja, das ist warum muss denn gut. das auf Männer speziell sein? Also, als würde es keine toxischen Frauen geben. Wir brauchen eine Alien-Quote, weil überall nur Menschen Ja, sind. das stimmt. Ja, gut, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Mit diesem Cold Opener eröffnen wir das Einführungsplädoyer des Brennpunkt Internet. Wir fassen die letzte Woche zusammen. Wir ordnen sie für euch ein. Wir erzählen, was für hinreichend geile Events da so waren. Und da fällt mir direkt noch was ein, was ich dann hier da besprechen kann, was ich gar nicht Super. aufgeschrieben hatte. Ihr könnt gerne noch mal zur letzten Ausgabe schauen, denn da waren wir draußen auf der Straße in Weimar und haben uns gefilmt beim Podcast aufnehmen und hatten auch so ein paar Gäste, die halt spontan ins Mikrofon gesabbert haben. Am Ende auch eine Dame, die eine Professional Speaker ist und man das auch so ein bisschen merkt. Und ich habe so ein paar Rückmeldungen bekommen, dass es anstrengend war. Also eine Person meinte zu mir, dass er weggeschalten hat nach 5 Minuten, nachdem sie nicht aufhörte zu labern. Ach, Aber das muss man auch die mal. Person. Ich dachte, der Podcast an sich. Nee. Na, dann ist ja gut. Nee. Dann ist mir doch egal. Nee, nur immer am Ende. Und ich dachte, ja, okay. Also ich höre der Frau sehr gerne zu. Ich kenne die ja von Demos. Ich habe auch schon vor ihr gesprochen, so als Vorspeaker auf irgendwelchen Demos. Ist das quasi wie eine Vorband, so Wie dass man eine die Menge Vorband. erstmal anheizt und dann kommt der eigentliche Sprecher und der Das Schlimme ist, semmelt dann rein? wenn du nach ihr sprechen musst. Ich habe zum Glück vor ihr gesprochen und da war halt so ein Applaus, cool. Mein Chef meinte auch so, ja, coole Rede, Tino, voll gut. Hm.
Aber als sie dann gesprochen hat, waren alle nur noch auf ihrer Seite so und ach, danke für die tolle Rede und so und oh, und ich dann da so warst ganz du dann alleine und war vergessen. so, Aber besser so als umgekehrt, wenn du irgendwie nachlegen musst. Ja. Wie im Karaoke zum Beispiel. Ich bin auch so ein Karaoke-Fan und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, du meldest dich an für Helge Schneider, Käsebrot, so und dann kommt Mach ich auf jeden Fall. Vor dir jemand, der singt irgendwie von Linkin Park, Numb oder so, übelst geil und dann kommt so, oh, alle, geile Stimme, jetzt kommt Tino mit Käsebrot von ja. Helge Schneider und ich denke mir so, toll. Ja, jetzt kommt Helge Schneider. Ja. Dann bleibt der Applaus eher mager, also, naja. Ja, geil. Freut mich, dass zumindest eine Person dir Feedback gegeben hat. Ja. Nee, also es gab einige, die auch drunter kommentiert haben, dass sie das Format an sich ganz gut fanden. So. Und ich habe ja auch direkt gesagt, so, wenn man das mit dem Ton richtig gut hinbekommt, dann hat das schon irgendwie Zukunft, denke ich. Das können wir auch gerne im Sommer zumindest öfter draußen vorführen, auch nicht nur zu irgendwelchen Jubiläumsepisoden. Ja. Ja, wenn wir beide Mikrofone mitnehmen, vielleicht ist es auch draußen ein bisschen abweisender, dass wir nicht doppelt uns hören und so. Ja, ich glaube, der Unterschied ist auch, wenn wir so sitzen, sind die Leute zaghafter, als wenn wir rumlaufen, glaube ich. Weil wir haben das ja schon mal zur EU-Wahl gemacht. Ja. Und na gut, da haben wir auch gezielt Leute angesprochen. Aber ich hatte das Gefühl, dass so eine gewisse Hemmschwelle da war. Na klar. Einfach. Außer du sprichst Leute irgendwie an und sagen sie ihre Meinung. Ja. Mal schauen, ich bin offen für Neues. Ja. Ich kann einleiten mit den Themen dieser Woche, indem ich sage, es war noch keine Woche derart gut für die Namensgebung unseres Podcasts, Brennpunkt Internet, denn das Internet hat gebrannt, ja, weil die Welt gebrannt hat. Das ich stimmt. weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Dass die Welt gebrannt hat? Nee, ich war zu Hause. Ja, okay. Aber es gab tatsächlich sehr viele Brandherde. Und ein Brandauto. Ein Brandauto, guck mal, da kommst du direkt mit einer Sache, die mir gerade nichts sagt, oder? Siehste? Und zwar von Tesla gab es ein neues Automodell, was erst seit Juni auf dem Markt ist. Es heißt S-Plate. S, ja. Also nur ein S-Plate. Und es ging während der Fahrt in Flammen auf. Während der Fahrt. Das ist und ja wie ein richtiger Arsch manchmal. Ein richtiger, ein richtiges Arschloch. Und der Fahrer kam nur mit Gewalt raus aus dem Wagen, weil halt die Türen elektronisch waren und haben blockiert. Und musste sich da echt rauskämpfen, wäre fast verbrannt, fast verstorben. Und jetzt, es gab noch keine Stellungnahme bis heute von Tesla und der Anwalt dieses Mannes fordert jetzt, dass die dieses Auto zurücknehmen. Auch wenn das Verbrannte. Genau. Und überhaupt das Auto. Wieder also, einpacken und an den nächsten verkaufen. Genau. An Brandauto. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das ist ja großartig. Das ging in meiner Bubble so ein bisschen viral, weil ich auch viele Tesla-Gegner in meiner Bubble habe. Und Tesla-Gegner, so. Was sagen die so? Tesla ist doof, die, zum Beispiel. Warte, solche Sachen aufs sagen Wasserstoffauto. Die. Dass die wahre Zukunft ist. Ja, aber auch so diese Multimilliardäre und so ihre tollen Ideen und sie könnten ja auch mal mit mehr Geld spenden. Volkswagen ist nicht Multimillionär. Ah, die sind ja auch schlimm, aber ach so, Tesla ist also ja gar keine Autos. Genau, also so diese Großkonzerne. Ich habe ja eine Bubble, die sehr auch also aus kommunistischen Menschen besteht, anarchistischen Menschen, sehr linken Leuten, mittellinken Leuten. Die laufen sehen, überall eher, hin. Genau, die laufen überall hin, ja. Ja, also ich bin ja nach wie vor ein Fan von der Idee der Magnetschwebebahn. Ja. Weißt du, wenn du einfach so Züge über so eine Magnetschwebebahn so drüber schickst. Ich finde das, als Kind fand man das ja schon geil, wenn einfach so Magneten sich so abstoßen. Ja, voll geil. Und ja. Wenn du da so einen Zug reinsetzt in so eine Bahn und dem dann einfach einen Tritt gibst und er dann... Ja. Das ist doch geil. Oder Zeppeline. Wir wollten als Partei mal Zeppeline wieder Firmen machen für den öffentlichen Nahverkehr. Stell dir mal vor, du kannst mit einem Zeppelin... Vom Rewe zum Busbahnhof. Ihr könntet einen Regenbogen-Zeppelin machen. Ja. Den von Hindenburg dann. Das ist gut, von Hindenburg. Für Homorechte. Ja, schreibe ich mir auf. Sehr gut. Asozial, der hat nur so getan. Stimmt nicht. Nee, aber interessant, gut, Autos brennen. Noch, ich dachte eigentlich größere Sachen, ja, tatsächlich. Also, das könnte noch gebrannt haben. Dass du das nicht mitbekommen hast, okay, das war jetzt gestern, das ist sehr jung, du hast ja auch viel zu tun immer, ja, man kann ja nicht von dir verlangen, dass du dich vorbereitest. True. Nee, aber gestern ist das Portal zur Hölle geöffnet worden, tatsächlich. Ach, schon wieder. Das ist sehr unangenehm, langsam wird es halt Usus hier. Das ist so nervig, du weißt, du willst nur Plätzchen backen, machst einen Ofen auf. Ja. Tod zur Hölle. Kommt Satan und frisst deine Plätzchen weg. Asozial. Nee, der Ozean hat gebrannt. Ach. Der fucking Golf von Mexiko hat gebrannt. Also das Wasser hat
gebrannt. Ja, weil da Benzin drauf war, oder? Oder Öl, ja. Da ist eine Pipeline kaputt gegangen. Ach doch, hab ich weil, ja, huch, stimmt. Wie könnte sowas passieren? Ein Missgeschick mit Öl im Ozean, das habe ich so noch nicht gesehen. Mhm. Schön, dass es das auch mal gibt. Und ja, da war halt einfach ein fucking flammendes Auge des Feuers mitten im Ozean. Mhm. Das Wasser hat gebrannt und musste dann von anderem Wasser gelöscht werden. Da waren dann so Löschboote, die Wasser aufs Wasser geschossen haben. Das ist so absurd. Was halt so krass ist, auch als ich in der Schule gelernt habe, dass schon ein Tropfen Benzin oder so, dieses Öl, irgendwie so tausende Liter Wasser verunreinigen kann. Das ist so erschreckend, wenn du bedenkst, dass da Millionen von Litern Benzin oder Öl schon ausgelaufen sind ins Meer. Das macht einem schon sehr viel Angst. Es ist einfach nur dumm. Es ist richtig dumm. Aber da gibt es auch ein Zitat von Rammstein aus dem Song Benzin. Benzin! Das Benzin. Zitat kenne ich. Genau. Und noch ein Zitat, was auch ebenso gut ist. Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen. Willst du es nie wiedersehen, lass es schwimmen in Benzin. Mhm. Ja. Ich habe auch langsam keinen Bock mehr auf Ozean. Nee, ich auch nicht. Lass den mal auf jeden Fall verbrennen. Ich gehe nicht gerne schwimmen, wie du vielleicht gemerkt hast. Ich will den nie wiedersehen. Ja. Ja, doch, war okay. Also, wir waren ja im Bad. Es war auch ein Groß-Event diese Woche. Und war okay. Aber ich finde Wasser echt manchmal eklig. So öffentliches Wasser finde ich eklig, weil du weißt nie, wer reingeschifft hat. Weil du mit dem Pöbel, hast. Ne? Genau, der Pöbel. Du kennst das ja nicht von deinem Elfenbeinturm. Also im eigenen Whirlpool, den ich in meinem Wohnzimmer habe, da fühle ich mich viel wohler als in diesem komischen Schwanenseebad. Ekelhaft. Ja, in Zuge dessen habe ich mal recherchiert, was man da so macht. Ja, weil irgendwie... Wenn's brennt. Ja, naja, irgendwie dachte ich, gut, wenn das jetzt halt nicht Ozean wäre, was machst du denn da? Also ich glaube schon, dass das Wasser, was rundherum ist, das irgendwie begünstigt hat, dass man das irgendwie löschen kann. Auf jeden Fall bin ich darauf gestoßen, dass in Russland auch schon mal so eine Pipeline gebrannt hat. Mhm. Über 1070 Tage lang, weil die das nicht gelöscht bekommen haben. Ja. Und dann wurde entschieden, diese Pipeline mit einer Atombombe zuzunuken. Da wurde quasi dann in die Erde gebohrt, seitlich ran. Also hier ist so straight, ne? Mhm. Senkrecht geht die Ölpipeline raus. Und schräg wurde rangebohrt. Da dann eine nukleare Sprengkörper explodiert und dadurch verschiebt sich halt die Erde und dieser Kanal ist zu. Das heißt, man hat halt einfach einen Brand mit Atombombe gelöscht. Das ist doch auch tauglich für die Feuerwehr in Deutschland, oder? Ja, dass man Häuser einfach wegbomben mit nuklearen Sprengsätzen. Dachte ich mir nämlich auch. Warum macht man das nicht öfter? Omas Haus brennt, tun Sie was! Atombombe. Ja. Oma tot. Ja, man muss ja auch nicht nur, also man kann ja so viele Probleme mit Atombomben lösen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Klimawandel wäre halt auch vorbei, wenn wir einfach alle gleichzeitig unsere Atomwaffen sprengen. Mhm. Da ist halt, da schreit dann keiner mehr, unsere Plastikstrohhalme. Ja, ist auch ein wichtiges Thema die Woche, dass jetzt... Ist das? Tatsächlich wurden jetzt Sachen verboten, also Wegwerfprodukte wurden verboten, sowas wie Einmalbesteck, Teller, Trinkhalme, Rühr- und Wattestäbchen und auch diese... Kennst du noch früher von McDonald's und so diese Plastik... Wattestäbchen werden komplett verboten, ja? Ja, so Plastikstäbchen, genau. Und Luftballonstäbe hier aus Plastik, die es bei Burger King und so gab. Ja. Luftballons und so, wird verboten jetzt. Europa, EU war es, genau. Okay. Ja, diese Verbote, diese asozialen... Also ich muss trotzdem nochmal hier reingrätschen, weil wir haben das vielleicht gar nicht so herausgearbeitet für die geneigten Zuschauer. Dieses Feuer auf dem Wasser, ja, das ist natürlich entstanden, weil wir nicht ordentlich unseren Müll trennen oder weil wir zu viel Fleisch essen. Hm. Nee, ist es eben nicht, sondern wenn man echt im großen Stil da ansetzt und sagt, hey, Exxon, BP, wie sie alle heißen, macht mal nicht den Planeten kaputt. Hm. Da können wir halt als kleiner Furz noch so sagen, okay, ich kaufe jetzt keine Tomaten mehr in Plastikverpackung, was ich übelst albern finde. So. Hm. Ja. Das bringt halt nichts. Ja. Und das ist halt das Bittere. Aber dann ist ja das trotzdem ein okayer Ansatz schon mal. Ja, Greenpeace ist so ein bisschen... Die finden, das geht nicht weit genug. Also die finden, das ist zwar ein erster Schritt, aber... es würde wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, dieses Verbot. Die würden noch viel mehr fordern. Es kann ja einer der ersten Tropfen auf den heißen Stein sein. Und, aber ja, also es muss im großen Stil mit den Firmen.
Schindluder getrieben werden, die dafür verantwortlich sind, hauptsächlich. Auch mir fiel auf, ich habe jetzt mal Capri-Sun gekauft und da waren auch jetzt die Strohhalme irgendwie aus, nicht mehr aus Plastik, sondern aus so Papier oder so Zeug. Oder wenn ich jetzt irgendwo Cocktail trinken gehe in Bars, ist es entweder auch aus diesen Papierstäbchen oder aus Glas. Hm. Also finden Sie diese Plastikdinger fast gar nicht mehr. Ja, aber das ist auch immer das, was ich gesagt habe. Sobald du erstmal ein Incentive schaffst, für Innovation zu sorgen, ist die Uhr plötzlich sofort da, ja. Weißt du? Jahrzehntelang, ja, hier Plastikstrohhalm ist doch klar, so ist billig, bla und so. Und kaum heißt es, nee, mach mal nicht mehr, ist irgendwie dumm. Huch, auf einmal gibt es 1000 Alternativen. Es muss manchmal auch einen Zwang geben und ein Verbot geben. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute behaupten, ja, die Grünen wären eine Verbotspartei und die wollen verbieten und die Veganer wollen, dass wir kein Fleisch mehr essen. Ja, manchmal, es gibt auch Dinge auf der Welt, die muss man verbieten, einfach weil die Menschheit sonst nicht rafft und sonst würden sich keine Besserungen ergeben. Ja. Und ich muss sagen, ich finde diese Papierstrohhalme noch nicht so geil. Also als ich das hatte bei, es war nicht Capri-Sonne, es war irgendwas, so ein B-Artikel, so eine Art. Ein B-Artikel. Das weiß nicht. Meine Capri-Sonne. Es war halt so ein No-Name. Und ich dachte, irgendwie schmeckt es komisch dadurch. Und das Gefühl im Mund war sehr seltsam. Ist vielleicht noch so ein Gewöhnungseffekt, der sich anstellen muss. Aber es war, dass ich dachte, fühlt sich nicht so geil an, ja, wie Plastik. Ich will meinen Plastik. Ja, aber ich finde es gut. Ich will, dass es auch so bleibt. Also so Glas, die Dinger, die sich einfach auswaschen lassen, sind auch okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Da brauchst du nur solche komischen Reiniger, hier so Rohrreiniger. Und schon hast du es gesäubert. Die heißen Dunkelhäutige. Genau. Ja, das werden die Leute im Podcast schon checken, was du gerade Schlimmes gesagt hast. Das Rohrreiniger? Ja, hör auf, die so zu nennen. Ich meine doch nur diese... Aus Plastik. Ich kenne das. Das ist so aus Interracial Porn. Da wird sowas manchmal gesagt. Ach, das sind Menschen, schwarze Hautfarbe, Rohrreiniger oder was? Rohrrein. Ach so. Oh. Okay. Da bin ich doch zu unschuldig für, glaube ich. Ja. Eieiei. Gut. Aber zum Thema passt noch, dass auch jetzt Aldi Billigfleisch aus dem Sortiment nehmen will. Hm. Und auch da sagt Peter, es geht nicht weit genug. So, und verstehe ich, weil die... Ach, Peter hat überhaupt nichts zu melden. Hast du noch Greenpeace gesagt, die gehen ja, die schicken wenigstens ihre Luftbomber in Stadien rein, ja. Aber Peter soll kacken gehen. Aber Peter machen auch gute Sachen, nicht nur, aber vieles. Aber jedenfalls wollen Aldi auch nur so, naja, wie will man sagen, es gibt so verschiedene Abstufungen von Tierleid sozusagen. Ja. Und die haben auch nur eins davon erstmal aufgegriffen und das aus dem Sortiment genommen. Und auch Kühlprodukte sind ausgeschlossen. Das heißt, Kühlprodukte aus Billigfleisch bleiben erhalten. Mhm. Okay. Also es ist ein erster Schritt so und viele Tierschutzvereine finden das gut. Aber Peter sagt halt, wie immer, es geht noch nicht weit genug. Aber Peter ist ja auch sehr radikal. Manchmal auch sinnvoll radikal in manchen Dingen, aber manchmal eben auch nicht. Ja, also um jetzt noch irgendwie groß was zu reißen, um das Allerschlimmste abzuwenden, würde man theoretisch gar nicht um irgendeine Ökodiktatur drumherum kommen, vermutlich. Was halt auch wieder ins andere Extrem schwenkt, was irgendwie nicht geil ist. Aber keine Ahnung, wenn von heute auf morgen alle Flüge zum Beispiel verboten wären, das wäre halt übelst hart für alle und bla. Oder alle würde es eh nicht geben, weil die ganzen wichtigen Politiker, die müssen natürlich hin und her reisen, das ist ganz wichtig, kann man keinen Zoom-Call machen. Aber dann wird halt auch innerhalb von 5 Jahren irgendeine Alternative da sein, da bin ich mir ziemlich sicher. So, das braucht halt sowas wie eine Regulierung nur, dass man sagt, Flüge sind dann erlaubt, es gibt so ein Kontingent vielleicht im Jahr, was man fliegen darf, und man muss die begründen, warum. Hm. Zum Beispiel irgendwie eine Beerdigung von der Oma oder so ist ein wichtiger Grund. Oder, weiß ich nicht, ein wichtiger Job. Das ist für mich der unwichtigste Grund von allen. Echt, Beerdigung? Ja, erst recht, weil die geht ja auch nur einen Tag so. Da fliegst du dann irgendwo hin, um eine Alte zu beerdigen. Aber ich bleibe schon manchmal eine Woche. Also ich kenne das von einer Freundin, die auch, ich glaube es war Texas, da ist auch irgendwie ihre Tante gestorben. Da ist sie auch dann für ein paar Wochen geblieben, damit es auch lohnt, der Flug und die Reisezeit. Das lohnt sich alleine nicht, eine Woche in Texas zu bleiben. Aber kennst du nicht diese ganzen traurigen Bilder von Facebook oder Instagram? Irgendwie, dass ein Mann hat den Flug verpasst zur Beerdigung seines kleinen Bruders und so und weint jetzt irgendwie am Terminal und so. Okay.
Also ich fände es schade. Also ich finde schon, Beerdigung ist ein wichtiger Grund, weil du beerdigst so eine Person nur einmal und das, Abschied nehmen. Und das ist alles richtig, ja. Aber aus der Sicht von Klimaschutz, weißt du. Ja, ich weiß, aber... Aber das ist auch ein Fridge-Case. Also wie oft muss man jetzt speziell irgendwie im Flieger ganz schnell... Wie viele Omas gibt es schon auf der Welt? Ja, eben. Ja. So wenige. Je weniger, desto mehr. Ich sage ja auch nur, dass man ja kategorisieren kann in unwichtige Dinge wie... Ich finde, Urlaub ist unwichtig. Man kann auch in Harz fahren oder in Spreewald oder so. Oder Schwarzwald kann man fahren. Erzgebirge. Ja. Man muss doch nicht irgendwie dreimal im Jahr nach Barcelona fliegen oder nach Hongkong oder nach weiß ich, wohin man noch so fliegt. Tel Aviv. Ja, ich würde eigentlich sagen, dass da... Ach, was ist das auch für eine Diskussion? Ich meine, im Endeffekt können wir es eh nicht ändern, aber ich fände es halt vernünftig. Wenn du zum Beispiel irgendwo 3 Monate bleibst, finde ich sinnvoller, dahin zu fliegen, als wenn du da halt irgendwie eine Woche bleibst oder ein paar Tage. Klar, wenn du irgendwie Work and Travel machst oder sowas, das ist ja dann für einen längeren Zeitraum, das lohnt sich wirklich. Aber so für 2 Wochen nach Ibiza so oder Domrep finde ich halt blöd. Ja. Finde ich persönlich sinnlos. Wir verlieren gerade all unsere Zuhörer, weil die sich... Es ist doch klar, weißt du, nach einem harten Arbeitsleben, da will man halt auch mal Urlaub machen. Das ist völlig korrekt. Spreewald. Aber deswegen sage ich, es muss halt den Antrieb geben, einfach eine Alternative zu finden, die halt nicht 1000 Sachen in den Himmel boostet. Mhm. Und tatsächlich, ich hatte das ja mal hier mit dem... wie heißt das? Ökologische Fußabdruck habe ich gemacht. So in dem Jahr, als ich auch... 2x geflogen bin, beziehungsweise halt 4x hin und zurück. Mhm. Und das ist schon, das haut schon rein, aber es ist jetzt nicht so viel, wenn man zum Beispiel nicht Auto fährt oder so, da bricht schon ein großer Teil weg. Oder wenn dein Haus ist schon... Ja, man kann viel kompensieren, wenn man irgendwie kein Fleisch isst und kein Auto fährt und ich, so weiter. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es mich überrascht hat, dass es doch nicht so krass ins Gewicht fällt. Mhm. Aber dennoch... Irgendwie Alternativen erzwingen wäre eigentlich eine Maßnahme. Da werden sich Lösungen finden, ob dann irgendwelche Schnellzüge sind oder so, die ja meines Wissens nach weniger Schadstoffe in die Luft schießen als Flugzeuge und Raketen und so, wenn es nur das ist. Also ich bin in meinem Leben noch nie geflogen zum Beispiel. Noch nie? Noch gar nicht. Ach, never crazy, ever. Aber es ist schon auch eine Erfahrung, also... Kann schon sein. Ich werde sicherlich auch mal fliegen irgendwann. Das kann schon passieren. Aber ich verstehe Menschen nicht. Und auch meine Familie hat immer so gelebt. Wir haben es nie verstanden, warum man 3x im Jahr nach Ibiza fliegen muss. Kann man nicht einfach statt des Kerosins hinten in die Triebwerke des Flugzeugs so brennende Teslas reinmachen? Als Antrieb. Ja. Man muss ja nicht fliegen verbieten. Man kann ja den Brennstoff verändern. Oder Milliardäre verbrennen. Zum Beispiel. Ja. Ich glaube, wir sind an einer heißen Sache auf der Spur. Einer sehr heißen Sache dran. Ja. Es hat noch mehr gebrannt, Tino. Du kannst gleich mit deinem, aber ich würde noch den nächsten Brandherd hier ansprechen. Können wir gerne die Brandherde erstmal hier anmachen und wieder ausschalten. Ich vermute, das hat man in Europa nicht so mit auf dem Schirm gehabt, aber da ich ja Mr. International bin, ja, weiß ich natürlich, was gerade in Kanada passiert. In Kanada, ich muss jetzt mal rausfinden, wie dieses Bundesland bzw. der State heißt. British Columbia ist das. Da wurden bei einigen Kirchen Massengräber gefunden, die nicht benannt sind. Also wie heißt es? Unmarked Graves. Wie sagt man da im Deutschen halt so? Unmarked Graves genau, halt, ne? Genau, angemarkte Grave, genau. Graber. Ungemarkte. Ungemarkte Gräber, genau. Da wurde der Textmarker zu Hause gelassen. Und da sind halt massenhaft so Ureinwohner und Inuit und so begraben worden. Und halt von der Kirche hingerichtet. So. Und das finden die Leute nicht so angenehm. Ja. Da gibt es gerade leichten Backlash gegen die Kirche. Und mittlerweile haben 8 Kirchen gebrannt schon. Irgendwo versteckt sich da auf jeden Fall ein Witz mit einem brennenden Kreuz. Aber den machen wir jetzt nicht. Wir waren vorhin schon an der Grenze hier. Das wird sich aber auch wieder geben, weil ich glaube, das wird ja auch schon viele Jahrhunderte her sein, vermutlich. Wenn das abgebrannt ist, gibt sich das dann wieder, genau. Wenn die Kirche dann weg ist. Ja, hoffentlich. Ja, aber diese Massengräber sind ja wahrscheinlich schon vor 100 Jahren entstanden oder so. Es wird jetzt nichts Neues sein oder in den 80er Jahren. Ja, so. Aber es ist trotzdem nicht cool. Nee, ist nicht cool, aber ich meine nur, dass die jetzt in diesen Kirchen leben oder die ja jetzt dran glauben, können ja behaupten, ja, früher war das so, dafür können wir ja gar nichts mehr. Wir sind jetzt die neue Generation von, wie es auch die Deutschen ganz gerne machen. Ja, oh, ich bin so stolz auf Goethe und Schiller und so und Nietzsche, deutsche Denker.
Jan Hitler, also so lange her. Hat jemals jemand gesagt, ich bin stolz auf Goethe und Schiller? Ja doch, klar, wenn du so Leute fragst, ob sie Patrioten sind, dann heißt es ja, Goethe, Schiller, die haben schon viel geleistet und die ganzen Erfindungen und Einstein. Dann sagst du ja, was mit Hitler, ja, das ist so lange her, das tangiert mich ja nicht mehr. Da fällt alles. Da ist gerade irgendwas umgefallen, wahrscheinlich meine japanische Trennwand, meine Donatorenwand. Ja. Ja. Ich meine nur, die können ja dann irgendwie behaupten, das waren ja nicht sie persönlich und es hört auf, unsere Kirchen abzubrennen. Dass sie aber auch so ein Teil dieses ganzen Konstruktes sind, weiß ich nicht, das vergessen sie halt ganz schnell. Churches are being burned. Ja, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass das halt, guck mal, das ist doch ein richtig geiles Metal-Cover, oder? Diese ganzen brennenden Kirchen. Das ist geil, das Bild hier oben, ja. Das ist halt, also 1:1. Wir sehen hier gerade Kirchen, die brennen und das ist... Es ist einfach ein schönes Bild. Es ist ein ästhetisches Bild, ohne es jetzt bewerten zu wollen. Also das, ich bewerte das. Ich finde das sehr, sehr gut. Okay. Auch die Rettungswagen davor. Ja, hier darf man das halt auch sagen. Wenn das jetzt eine Moschee wäre, wäre es halt wieder schwierig. Aber so, weil wir christlich, gezeugt. Nee, strukturelle Diskriminierung. Deswegen hat es auch schon seinen Sinn, dass man da verschieden wertet. Das hat seinen Sinn? Ja. Okay. Aber ich bin halt generell kein Freund von Religion. Ich auch nicht. Okay. Generell nicht. Aber ich finde aber auch nicht eine besser oder schlechter als die andere. Das ist das Wichtige, glaube ich, dass man sagt, alles ist gleich blöd. Naja, ich finde, glaube ich, schon den Buddhismus als Laie schon besser als alle anderen. Bin ich zu wenig drin, keine Ahnung. Aber da brennen ja auch die Mönche. Also ich finde es eh geil, wenn Leute oder Dinge brennen. Dann wirst du Rammstein lieben. Ja. Nee, ich hab auch Rammstein schon live gesehen. Also echt? Ach, stimmt, das erzählt. Ja. Die machen auch ein neues Album, habe ich gelesen. Genau wie die Ärzte, Dunkel, haben sie jetzt announced und auch die ersten Singles wurden schon announced. Ja. Wird super. Haben wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube schon. Wunder, wenn nicht, oder? Ich glaube schon, dass wir die Ärzte hatten. Schreibt mal in die Kommentare, liebe Leute, ob wir über die Ärzte gesprochen haben. Doch, haben wir schon, ja. Die erste Single heißt Neues. Genau. Neues. Das ist ein schönes Cover. Finde ich besser als das Albumcover, ehrlich gesagt. Ja, Herr Rodes meinte dazu... hey, hat einer von euch eine Idee, wie wir an den Erfolg von Geräusch anknüpfen können? Neues. Ah, Neues, okay. Und dann auch Cartman hat uns gelehrt, dass man auf Single-Covers immer sinnlos in der Gegend rumgucken muss. Ja, stimmt. Ja. So, haben wir Herr Rodes ja auch eingebaut. Ja, liebe Grüße. Yes. Brennt noch mehr auf der Welt. Es brennt noch mehr, aber das dann wahrscheinlich eher so übertragen. Die Liebe brennt, Tino. Die Liebe zwischen zwei tollen Stars, die brennt. Diese Stars haben 100 Millionen Instagram-Follower, sie, und 51 Millionen Instagram-Follower, er. Und ich wette, du kennst keinen davon. Brad Pitt und... Angelina Jolie. Haben nochmal geheiratet. Versuchen es nochmal. Kann sein, weiß ich nicht. Jetzt kann der Chat mitraten. Wir warten ganz kurz. Okay, ich löse es auf. Tom Holland und Zendaya. Tom Holland kenne ich. Wer ist das? Ein Schauspieler. Aber ich weiß gerade nicht, wie er aussieht. Aber den kennt man doch. Ja, aber jetzt sag mal, in was der mitgespielt Tom hat. Tom Holland. Warte, ich gucke. Ja, das jetzt spoilerst du dich, ja. Nee, ich gucke nur nach einem Bild, wie er aussieht. Spider-Man. Ja, toll. Ja, also ich kenne den Namen irgendwoher und ich weiß, dass der erfolgreich ist, aber ich hätte nicht gewusst, wo er spielt und wie er aussieht. Das wird auf jeden Fall das neue Brangelina. Er ist 25 erst. Das habe ich halt auch nur mit reingenommen, weil ich dachte so gestern, ich habe gar nicht so viele Themen. Ich gucke nochmal, was so auf Twitter geht. Und da war das ganz groß gerade. Da war das ganz groß. Und ich dachte mir, Hals, Maul, Alter. Und die heiraten jetzt. Nee, es ist ein Video aufgetaucht, wo die sich knutschen. Die haben sich noch nicht öffentlich dazu irgendwie bekannt. Ja. Das ist ganz aufregend gerade. Ich bin ganz gespannt, ob die ein Pärchen sind. Sehr bekannt. Ich hätte es den ganzen Tag mal Twitter-Feed aktualisiert und in der Hoffnung, dass irgendwann die Meldung kommt. Ja, wir sind ein Paar. Ja. Tom Holland und Dingsbums. Zendaya. Ich glaube, die ist ursprünglich Musikerin. Spielt die Mary Jane bei Spider-Man und deswegen ist das halt so ein feuchter... Ach so! Deswegen ist das so ein feuchter Traum für die ganzen Fans. Das ist doch was ganz anderes. Das ist doch häufig der Fall, oder? Dass, wenn so Stars sich am Set verlieben, wie damals Zac Efron und Vanessa Hudgens von High School Musical. Ah, ja, na klar.
Die waren dann auch irgendwie ein Pärchen. Oder? Ich dachte eher an Edward Cullen und Bella, aber okay. Kristen Stewart und ja. Dings. Ja. Wie hieß der nochmal? Cedric. Alexander. Cedric Diggory. Ja, genau. Gary Oldman war es. Gary genau. Oldman. So, und Morgan Freeman. Nee, das müssen wir doch wissen. Das ist der neue Batman, Tino. Kam auch jetzt ja, vor 2 Wochen ein Teaser raus. Ich hab schon vor... Der hat das Batman-Kinn, Tino. Ich habe in meiner alten Wohnung schon, also Anfang des Jahres schon, einen Trailer gesehen zum Batman-Film von dem. Und erst habe ich das gelesen und dachte mir, der als Batman, stelle ich mir scheiße vor. Hat dann den Trailer gesehen, dachte mir, ha, ich hatte recht, voll scheiße. nee, also er wirkt im Trailer eigentlich ganz cool. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Batman ja eigentlich muskulös ist und stark ist. Und er ist ja, wie heißt er nochmal, der Schauspieler? Ja, weiß ich halt nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Ah, nicht Taylor Lautner, es war der Werwolf. Ja. Egal, jedenfalls dieser Typ, der ist ja auch eher so wie ich, so ein Hemd, weißt du? Mhm. Und da ist Batman ein bisschen unglaubwürdig. Aber er spielt Vielleicht hat gut. er auch nicht gepumpt. Aber er spielt sehr gut, finde ich. Und er wirkt auch gut in der Rolle. So, auf jeden Fall sind da ja Mary Jane. Viel Glück euch beiden, ich bin ganz gehypt. Wow. Ich muss sagen, ich hab die jetzt auch nochmal gegoogelt, ja, weil ich nicht wusste, das ist so. Mhm. Oder also, was sie macht irgendwie. Und die hat auch so ein typisches, das ist so, ich fand die in dem ersten Spider-Man, also das ist ja jetzt schon wieder das dritte Reboot gewesen, so. Mhm. Der erste Tom Holland Spider-Man, da sieht man die, glaube ich, am Ende nur kurz. Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall fand ich die da ganz cute, ne? Mhm. So, aber dann guckst du halt dieses Instagram an und das ist alles dieses typische Model-Ding und so, das finde ich irgendwie übelst abstoßend. Ich gucke halt nicht so Germany's Next Topmodel und sowas, weißt du? Und dann diese Posings und nee, das ist nicht meins. Aber schön für Tom Holland. Ich habe auch neulich auf Netflix aus Spaß so eine Folge Finger weg geguckt. Das ist so eine Reality-Show, wo halt so, ich weiß nicht, wie viele Singles das sind. Lass es 16 Singles sein. Und die sind halt alle so sexsüchtig, so gefühlt, irgendwie, ja, lieben Sex und flirten rum, erfahren aber erst nach einem Tag, dass sie halt keinen Sex haben dürfen miteinander und dann wird quasi ihr Gewinn minimiert, wenn sie sich küssen, wenn sie Sex haben, wird ihnen Geld abgezogen für ihren Hauptgewinn und das war so ein ganz seltsames Konzept. Jedenfalls, nicht eine Frau von denen fand ich irgendwie attraktiv und auch nur einen Typen vielleicht von denen. Das sind alle solche Muskel-Ottos und so ein bisschen dämlich und die Frauen halt so aufgepumpte Brüste und ungefähr wie das, was gerade hier vor uns ja, Penis das schwingt. Ist ja wie bei Beauty and the Nerd. Ja, quasi. Wo du das gerade ansprichst, wo wir die hier gerade vor uns rumtänzeln sehen. Ja, das ist ja genau wie da. Ich muss echt sagen, ich fand nicht eine von den Beauties attraktiv. Also, es sind schöne Frauen, bestimmt, aber alle nicht mein Typ. Also nicht eine. Dass du das immer so relativieren musst. Darf man denn heutzutage nicht mehr sagen, dass man Frauen hässlich findet? Nee, also würde ich nicht machen. Da bin ich echt zu sozial und zu sozialer Pädagoge dafür. Deswegen immer der Ich-Form. Schönheit existiert. Ja, na, habe ich doch gesagt, dass man Frauen hässlich findet. Ach so, ich finde Frauen also, hässlich. Nee, ich sag lieber, ich finde die Frauen hässlich. Habe ich doch gesagt. Hast du schon mal Fotzen kennengelernt? Ich habe noch keine Fotzen kennengelernt. Das N-Wort der Frauen. Schönheit existiert nur durch Hässlichkeit. Tino. Es geht gar nicht. Ach Wenn so. Alle schön sind, ist es keiner. Dann bin ich hässlich und alle Frauen auf der Welt sind schön. Alles ist Arschlecker, Alter. Alles ist Quatsch, aber ich weiß nicht. Ich finde, ich sage ganz gerne so, ich finde etwas und sage halt nicht ja. so Worte wie hässlich. Ich sage das auch. Ich finde die hässlich. Okay. Und ich finde, das ist jetzt auch gerade da vertretbar, weil die waren für mich ja hässlich oder unästhetisch, wie Tino vielleicht sagen würde. Unattraktiv. Weil sie halt naja, weißt du, gemachte Brüste und so und besonders viel Make-up und so. Und das kann man ja machen, aber mir ist das halt nichts. Ich bin auch lieber für natürlich die kleine Brüste als künstliche große Brüste. Das ist aber nur meine Meinung. Wenn ihr da draußen auf große Brüste aus Plastik steht oder aus Silikon oder auf riesen Schwängel, die aus Gummi sind, gerne. Ja. Ist nicht mein Ding. Ich bin eher der natürliche Typ. Was auch ganz natürlich war, ist... wie Deutschland aus der EM geflogen ist. Tino, hast du es mitbekommen? Es war so ein Trauerspiel. Ich habe es nicht gesehen, aber es war, glaube ich, nicht gut, weil es war gegen England, Wembley. Ja, das ist ja so ein historischer Ort, weil wir da irgendwie wahrscheinlich
50 oder 74 oder so mal gewonnen haben und dann WM oder so. Ich kenne mich 54, damit 74, 90, 2000. irgend so, vielleicht war es auch 90. Ich habe doch keine Ahnung. Und jetzt wurden wir niedergemacht von England. Jetzt muss England auch gewinnen, denn England braucht dringend einen Sieg irgendwo, denn die Delta-Variante, die wütet da. Oh. Ich hoffe, der Brexit war wenigstens für eine Sache gut und hält uns diese Inselaffen jetzt vom Leib, ja? Denn die Kurve in England, beziehungsweise in ganz UK, die geht steil nach oben, Tino. Und ich will Geburtstag feiern. Bei Frauen mag ich Kurven, aber nicht bei der Delta-Variante, Ja, bei der Statistik. richtig. Aber auch dazu habe ich jetzt auch aufgeschrieben, dass nach irgendeinem Schottland-Spiel oder so gab es fast 2000 Corona-Infektionen nach Ja. diesen EM-Spielen in Schottland. Das ist schon ziemlich hart, Ja. dass das so ist. Und es wird uns nicht verschonen. Und auch Drosten und alle anderen VirologInnen haben auch schon. Da war es wieder, Tino, Ich wenn du es nicht weiß, so komisch betonen ich habe noch überlegt, ich habe es aber gemacht, weil ich es würdest. lustig finde. Okay. Haben prognostiziert, dass man die nächste Welle aufhalten könnte. Weil sonst hieß es ja immer in den Podcasts und Stellungnahmen irgendwie, sie wird auf jeden Fall kommen, die nächste Welle. Als haben sie wohl zum ersten Mal gesagt, habe ich es zumindest wahrgenommen, sie könnte kommen. Das ist mir aufgefallen. Und wenn wir aber die EM so durchziehen, wie wir sie jetzt durchziehen, mit Millionen Menschen im Stadion, wird die Delta-Variante und die nächste Welle nicht aufzuhalten sein. Ich bin mir sicher, dass die kommt. Ja. Ja. Aber wann ist die Frage? Also manche behaupten auch schon im Juli soll Vielleicht die können wir die erste ja auf kommen. 2030 einfach verschieben. Machen wir erstmal jetzt Ja, mal Pause. eine Pause, mal so Das 8 Jahre wird ja bei Pause. Filmen und Spielen andauernd gemacht. Einfach nach hinten. Wir haben jetzt hier bei der Delta-Variante, da gab es reichlich Bug-Reports im Alpha-Test und so. Da Ja. werden wir jetzt einfach nochmal ein bisschen dran tüfteln. Ja. Und dann kommt die dann 2030. Aber ist Alpha so eine Vorstufe und dann ist Delta quasi die nächste Endstufe bei Spielen? Ist das nicht so? Wenn du irgendwelche Software oder Spiele austestest, gibt es auch eine Alpha-Variante, dann Beta und so weiter. Oder wie Nee, rum ich ist glaube, dann das? ist vorbei. Also wenn dann Alpha, Beta, Gamma, wer dann Gamma macht, Hm? der ist, glaube ich, unten durch. Das ist so eine ungeschriebene Regel bei Videospielen. Das macht man nicht. Also Irgendwann Alpha die muss ja auch erste mal Release Stufe sein. quasi und Beta ist Ja. dann die nächste. Ja. Das heißt, dass diese ganzen Muskelprotze auf YouTube, die irgendwie Alphas werden wollen, die sind halt die Die sind eigentlich Unterstufe. scheiße, ja. Ja. Ist richtig. Das habe ich so noch nie betrachtet. Lass Stimmt. uns auch mal Videos machen, dass wir sagen, werde zum richtigen Beta Ja. oder Delta. Ja, in diesem ganzen coolen ich bin der Supermann, da ist das ja anders, ja. Ja. Da wenn man da in Beta ist, da ist man ganz schlecht. Wenn man nicht in den Raum reinkommt und erstmal alle Männer umklatscht und alle Frauen wegbumst, dann ist man halt schlecht. Richtig, nur ein Alpha dann in Ja. dem Fall. Aber zum Thema WM gab es noch den Kniefall, dass im Spiel gegen England wollten halt die englische Mannschaft zu Knie gehen als Zeichen gegen Rassismus. Wurde ja durch George Floyd so ein bisschen zum Symbol gegen Rassismus. Und die Deutschen wollten da eben mitmachen, auch Ach so, zum Kniefall weil machen. George Floyd durch ein Knie im Nacken gestorben ist, lehnen, also Ich glaube, da. die lehnen sich jetzt alle auf einen imaginären George Das kommt, glaube ich, so ein bisschen Floyd. daher. Ich Ist glaube schon. komisch, aber ja. Ich habe es so verstanden, leider, aber es ist halt so eine Symbolik. Und haben dann die ganzen AfDler alle gesagt: Oh, hört auf mit dieser unsäglichen Politisierung des Sports. Ich raff's halt nicht. Die sagen ja nicht irgendwie, wählt SPD oder seid gegen die AfD. Nein, die sagen in solchen Statements doch nur, wir sind gegen Rassismus. Und gegen Rassismus zu sein, muss doch einfach nur menschlich sein und nicht politisch. Ich raff's nicht. Warum nur die Ja, AfD eine sich dagegen Pandemie ist eigentlich auflehnt? auch nicht eine politische Sache und wurde es halt, also, keine Ahnung, alles wird politisch, wenn man das Aber was macht. ist das für eine Aussage? Warum sagten die AfD nur bei solchen Themen, wenn es um Homorechte geht oder um Rassismus, dass es politische Auferzwingung wäre, bei anderen Themen aber nicht? Wenn jetzt Manuel Neuer einen Hitlergruß gezeigt hätte, irgendwie vom Anpfiff, hätte die AfD gesagt, ja, lass den Mann doch machen, Meinungsfreiheit und so weiter, das gehört doch auch alles hierher. Nee, weil die zu Knie gehen, gegen Rassismus sind, weil Schwarze die gleichen Rechte haben sollen, bäumt sich die AfD wieder auf und beschwert sich darüber. Das verstehe ich halt nicht. Das muss doch irgendwo herkommen. Das weiß ich nicht genau, aber ich kann dir sagen, wo das herkommt mit dem Kniefall. Das war jetzt natürlich nur so ein schlechter Gag von mir. Das war ursprünglich noch vor George Floyd. Da hat sich in der NFL jemand hingekniet, als die USA Nationalhymne geträllert wurde. Er wurde mir auch Und mal da war das gesagt, halt ja. so ein großer Skandal, weil wie kann er nur die heilige Hymne und der macht hier. Blablabla. Genau, es gab dann auch irgendwie auch nach George Floyd solche
in Anführungsstrichen lustige Kommentare darüber, dass gerade dieser Polizist dann kniet auf dem George Floyd und ihn dann irgendwie so zu Tode bringt durch diesen Kniefall, der zum Symbol wurde, so gegen Rassismus und für Gleichberechtigung und so weiter. Das war dann auch so eine Ironie. Und Höcke hat noch irgendwie getweetet oder gefacebookt oder geinstagrammt: lieber aufrecht sterben als kniend. Nee, lieber aufrecht sterbend als. Hä? Warte mal. Lieber Lieber stehen, aufrecht. sterben als kniend Ich leben. weiß es nicht genau. Das singen die Onkels. Ich hab's mir gerade. Hat Höcke. Hat. Guck da. Ja, Da. Höcke. der hat einen guten Musikgeschmack. Ja, ich habe echt aufgeschrieben: lieber aufrecht sterben als kniend sterben. Aber ist, glaube ich, falsch, der Spruch. Ich weiß es nicht mehr Lieber genau. stehen, sterben als kniend leben. Irgendwie sowas, genau. Also so geht's auf jeden Fall von den Onkels. Ich glaube nicht, dass Höcke das 1:1 gesagt Ich hat. glaube schon, ich guck mal. Okay. Ich guck mal. Warte. Ich gebe jetzt ein. Ja. Höcke. Also, warte mal. Ich muss. Das ist halt auch ein brachialer Song. Kniend leben. So, mal gucken, was er geschrieben hat. Tja, findest du nichts? Toll. Das war wieder eines von diesen Facebook-Posts. Nein, es Da bist du einer Arglist erliegen. war von ihm. Ja, ich finde es noch, keine Sorge. Ich kann auch schon mal weiterreden. Was ich finde, und zwar gut, ist, dass es eine Einigung auf eine Mindeststeuer für Großkonzerne gibt, beziehungsweise eine, muss man differenzieren, es heißt nicht, dass es durchgesetzt wird. 130 Länder haben jetzt weltweit gesagt, wir finden das gut, wir würden das mal verfolgen. Aber das heißt ja nicht, dass es letztendlich auch implementiert wird, sagt der kleine Zynist in mir. Aber an sich finde ich das schon mal gut, wenn es das global gäbe. Ich glaube, bei 15% ist jetzt, oder von mindestens 15% ist die Rede. Da muss dann Amazon plötzlich auch mal Steuern zahlen. Das wäre ja richtig wild. Und das wäre zumindest gut, weil für Republikaner zum Beispiel kommt dann immer so das große Argument: Hey, wenn du jetzt hier in Kalifornien oder halt im Silicon Valley, wenn du da die Sachen jetzt teurer versteuerst, dann wandern die ja alle aus in andere Staaten, weil Das wurde jetzt wo beschlossen? na hier Organisation für OECD. Tino, jetzt musst Habe du ich es jetzt auch zu sehr erst aufmachen. nachgefragt? Ja, Entschuldigung, ich du wollte. weißt doch, wie das hier läuft. Ich dachte so, ist es jetzt EU? Ist es jetzt irgendwie Deutschland? Ist es USA? Ich kann das zwischenschieben Wie hier. gesagt, 130 Länder weltweit. Besser aufrecht sterben als auf Knien leben, hat Höcke geteilt auf Facebook. Als Zitat von Emiliana Zapata, wer auch immer das Ja, das ist. ist halt ein Ausländer und deswegen ist Ach es so. gut, weißt du. Ich verstehe das. Aber das ist auf jeden Fall nicht das Onkelzitat und müssen ja das auseinandernehmen. Es ist doch dumm. Nein. Also nur weil jemand irgendwie auch 2 Minuten sich auf die Knie setzt, heißt es nicht, dass er kniend lebt. Ja. Egal. Ja, schön. Es freut mich, dass es hier Steuern gibt. Und schön, Endlich. dass Höcke immer noch auf Facebook rumagiert, wo halt wirklich nur noch der Bodensatz der Gesellschaft zu finden ist. Und Tino. Das sind ja ihre Wähler, das sind ja AfD-Wähler, alle vertreten auf Facebook. Und ich bin der Letzte, der nicht die AfD wählt, Die der auf Facebook letzte ist. Bastion, die kommunistische Fahne schwenkt gegen ein Meer aus Boomern und AfD-Wählern. Es gibt auch nur einen Grund, warum ich noch auf Facebook so aktiv bin. Ich kann dazu stehen öffentlich. Ich habe einen blauen Haken bei Facebook Oh, als meine aber jetzt neu Fanseite. oder Nee, wie? nee, schon seit 3 Jahren Ach oder so. so. Und deswegen halte ich daran fest, weil Instagram und Twitter mir das verweigert, diesen blauen Haken. Und Facebook war halt so dumm, mir das zuzulassen. Und deswegen bleibe ich da erhalten, weil ich will wichtig wirken. Ja, kannst du gerne machen. Ist der einzige Grund. Aber auch, weil ich halt zur Wahl stand. Also ich war bei der EU-Wahl oder so. Oder irgendeiner Wahl. Oder so. Und da habe ich eine E-Mail bekommen, von wegen, alle Menschen, die sich zur Wahl aufstellen lassen, haben die Möglichkeit, so einen blauen Haken zu beantragen, damit halt keine Fake News entstehen können. Bei Facebook ist es so, dass die blauen Haken noch nicht wieder entfernt werden. Ja, was auch nicht wieder entfernt wird, ist, und ich muss nochmal auf das Klima kommen, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Vielleicht früher oder später kriegt man den noch effektiv entfernt. Heutzutage ist ja eher noch so, naja, eine nette Idee, auch wenn es da erste Ansätze gibt. Und da gibt es auch weitere Folgen,
Macht euch bereit für Mr. Klimas Wild Ride, liebe Leute. British Columbia hatten wir nämlich schon. Ich habe das nämlich vergessen zu erwähnen, dass gerade da, in eben jenem Staat von Kanada, ist gerade auch eine harte Hitzewelle. Mhm. Und die sind, soweit ich weiß, nördlicher als Deutschland. Da sind 230 Leute innerhalb der letzten Woche, glaube ich, einfach tot umgefallen, weil Hitze. Oh. Sind wahrscheinlich dann Rentner, also um die ist es ja eh nicht schade. Ja. Aber die werden eh gestorben, früher oder später. Richtig. Ja. Nee, die sind halt einfach anfälliger für Hitzetod, ne, weil die das nicht mehr, die können halt nicht mehr schwitzen. Die haben kein Wasser mehr in dem Körper. Genau, die haben das alles verbraucht in ihrem Leben. Und ja, so hat übrigens Trump mal gedacht. Hatte ich das hier erwähnt? Da gab es irgendwie so ein Insider-Leak, dass Trump dachte, man hat im Leben eine gewisse Menge an Energie und die, wenn die verbraucht ist, ist man tot. Das heißt, wenn du Sport machst, verbrauchst du mehr Energie. Ah, deswegen ist er so übergewichtig. Ah, das ist halt wirklich so gewesen. Es klingt so spirituell irgendwie. Bisschen. So lichtnahrungsmäßig. Naja, auf jeden Fall sind da sehr viele Leute gestorben, gerade auch in so einem kleineren Vorstädtchen. Und eben jenes, hier, Lytton, ja. Lytton heißt die Stadt. Hatte fast 50 Grad, 49,6 Grad Celsius. Und jetzt ist sie einfach abgebrannt. Die Stadt? Ja. So, gab es noch vor 2 Tagen so, übrigens, hier, ist heiß hier. Hm. 2 Tage später, sehr heiß hier. Wie kann es sein, dass es gerade bei denen so heiß war? Haben die so ein Brennglas über der Stadt als Kunstwerk errichten lassen, als Denkmal? Es kann ja 1000 Folgen von irgendwas sein. Also irgendein Golfstrom, der dann wieder irgendwie die Richtung wechselt oder sowas. Texas war ja Anfang des Jahres auch besonders kalt. Stimmt. Ja. Und jetzt ist es da halt außerordentlich warm. Und dann gab es dann Waldbrände und dann gab es Stadtbrände und Kirchenbrände und alles brennt. Und Opa-Brände und Oma-Brände. Ja, ja, und Willi-Brände. Ja. Ja, es ist ganz schlimm. Ja, schlimm. Ja. Wir schicken liebe Grüße und gute Besserungen an die Menschen, die da tot umgefallen sind. Aber nicht nur Kanada. Also denkt euch nicht, dass das nur Kanada war. Auch wenn wir jetzt irgendwie gerade nicht mehr so die krasse Hitzewelle haben. Das außer die uns Zimmer, da ist es mega warm. Da ist es mega warm, auf jeden Fall. Warum macht ihr nicht einfach sein Fenster auf? Das Problem ist halt auch, dass irgendwie seine Wäsche sehr nass ist, habe ich das Gefühl. Ja. Egal. Und in Russland... Was war denn das für ein Geräusch, Alter? Holy shit. Er ist gestorben, glaube ich. In Russland wärmt sich das... Ja, das Klima. Also Russland wird doppelt so schnell warm wie der Rest der Welt. Weil sie so eine große Fläche haben? Aufgrund von, weiß ich nicht, Permafrost, Arktik, Circle, alles was da halt so ist. Keine Ahnung, 1000 Faktoren. Ja, ich bin ja jetzt hier kein Wissenschaftler. Es ist einfach nur so. Es ist einfach Fakt! Und das findet Russland ja, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil das, wenn Sibirien frei ist, ist jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube nicht, dass das da perfekte bebaubare Erde dann instant ist. Und dort das muss ja über Jahre oder Jahrtausende da zu fruchtbarem Boden werden. Ich glaube nicht, dass wenn da jetzt das Eis alles weg ist, dass das da instant fruchtbarer Boden ist. Nee, aber Russland ist ja trotzdem so groß, ja, wenn da sich ein bisschen mehr bewohnbare Fläche frei macht, da freuen die sich wahrscheinlich eher. Aber haben die auch eine hohe Population, dass sie sich ausbreiten? Die haben auch eine hohe Population, aber die sind halt auf sehr geringe Fläche aktuell verteilt. Russland und China hat jetzt auch einen Pakt geschlossen, dass die sich nicht gegenseitig wegnuken. Nicht mal, wenn irgendwo eine Ölrohrscheiße brennt. Das heißt, wenn es im Süden von China dann langsam zu warm wird, weil alles um den Äquator, früher oder später wird es da richtig krass Wirtschaftsflüchtlinge geben. Mhm. Die können dann alle schön nach oben wandern. Ja. Die sind sich cool miteinander, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade so ein Bild von Winnie Pooh und Putin, wie sie sich so die Hand geben und beide so die andere Hand jeweils ihre Finger kreuzen, dass sie sich nicht wegnuken wollen. Ja, kommt hin. Aber auch zu Russland passt das Thema Impfzwang. Denn obwohl Putin anfangs die Corona-Krise, die Pandemie kleingeredet hat und es nicht ernst nahm, ist jetzt einer der Ersten auch, der anfängt, Menschen zwangs zu impfen, zumindest in gewissen Regionen und gewisse Berufsgruppen, also so Regierungsbeamte und im Gesundheitswesen werden die ersten Menschen
zwangsgeimpft und haben eine Impfpflicht und müssen halt hohe Strafen erwarten, wenn sie es nicht machen lassen. Aber haben nicht die Leute, die den Reichstag gestürmt haben, unter anderem auch Putin-Bilder gehabt und so? Und na klar, schon immer. In Russland wäre die richtige Demokratie, da dürfte man ja alles sagen und so. Oh ja. Und auch die Meinung, die Presse, für alles frei. Ist halt nicht so, aber können sie ja gerne glauben, können ja gerne dahin ziehen, wenn sie wollen. Und dann mal gucken, wie weit sie kommen mit ihren anderen Meinungen. Jedenfalls ist das jetzt sehr spannend. Es bleibt fraglich, ob diese Impfpflicht ausgeweitet wird auf alle Menschen irgendwann, weil Russland echt viele Tote hat, viele Corona-Tote und viele Neuinfektionen. Oder ob sie halt echt, ob das dabei bleibt bei den wenigen Berufsgruppen. Ich habe jetzt leider nicht das Land parat. Ich glaube, es war irgendwas Richtung Ukraine oder so. Bin mir leider nicht sicher. Und in eben jenem Land, welches ich meine, gibt es jetzt auch das Verbot für ungeimpfte Personen auf öffentlichen Plätzen sich aufzuhalten. Mhm. Und das ist halt ein Punkt, wo ich auf jeden Fall mitgehe. Also das ist ja genau die Sache, vor denen die Leute, die in Berlin den Reichstag gestürmt haben, ja auch irgendwo Angst haben. Und das finde ich auf jeden Fall halt auch einfach ein Step zu weit. Mhm. Weil da geht es dann auch über Handy, was wir schon hatten, oder halt über ID. Und das ist nicht cool, so, wenn es in diese Richtung geht. Öffentliche Plätze, wo ja auch eigentlich jetzt relativ klar ist, dass so an freier Luft die Ansteckung sehr, sehr viel geringer ist. Naja, bei der Delta-Variante wohl nicht. Also die ist wohl wesentlich ansteckender und es kann passieren, dass halt noch mehr Varianten entstehen, die noch resistenter werden und noch krasser übertragen werden können. Und dann will man ja die Ungeimpften eher schützen, weil Menschen wie du und ich, die geimpft sind, ich habe seit heute meinen vollen Impfschutz, weil ich heute vor 2 Wochen zweitgeimpft worden bin, uns wird es wenig tangieren, so ein Coronavirus, auch die Delta-Variante. Aber Menschen, die nicht geimpft sind, die können das ja, die wird das voll weghauen, so ein Virus. Und deswegen schützt man ja eigentlich vor allem eher die, weißt du? Und doch zum Thema Russland habe ich noch gelesen, dass es eher sehr fraglich ist auch, wie wirksam ihre Impfungen sind. Bei denen sind ja BioNTech und so verboten, AstraZeneca, dann ja ihre eigene Sputnik und so. Novichok. Kann sein, genau. Novichok ist die beste Impfung aus Russland. Ich glaube auch, und ja. Und ja. die jedenfalls, es gibt echt Quellen, die behaupten, dass diese Impfstoffe zum Teil gar nicht wirklich funktionieren. Dass es eher so Placebo-Impfungen sind. Ja, Wodka. Ja. Wodka macht das. Pures Wodka in die Venen spritzen. Und schon merkst du nichts mehr von der Erkrankung. Ja, jetzt hast du mit deinem Russland-Scheiß meine tolle Überleitung zu China kaputt gemacht, Tino. Dann muss ich das jetzt so noch machen. Jules weint gerade, aber ist okay. Ich wollte nur mal wieder Hongkong erwähnen. Ja. Nur weil wir das nicht in Vergessenheit geraten lassen dürfen. Die Stadt Hongkong ist ja so ein bisschen gefallen. Es gab jetzt, glaube ich, auch für Flüge aus England nach Hongkong eine Sperre. Rauswärts ging. Denn das hatten wir auch vor einigen Monaten angesprochen, dass ja England die Dual Citizenship für die Hongkonger erlaubt hat, also dass die flüchten dürfen nach England. Und jetzt gab es aber noch ein halbwegs virales Video aus Hongkong, wie Winnie Pooh Angst vor Blumen hat. Der hat nämlich Polizisten in Zivil, also das hat er natürlich nicht persönlich gemacht, aber daran siehst du halt eine lupenreine Demokratie. Da haben Leute getrauert. Ich weiß gar nicht, ob es auch wieder Tiananmen Square war oder irgendwas anderes, wegen Demonstranten, die gestorben sind. Auf jeden Fall lagen da Blumen rum und da wurden dann halt Polizisten in Zivil, wird auch Waffe hier an der Seite, reingeschickt und haben dann die Blumen zertreten und weggeschmissen. Ja. So. Also wenn man Angst vor Blumen hat, dann weiß man, dass man einen sehr stabilen Staat gebaut hat. Die wollten nur die Menschen mit Allergien einfach beschützen. Ach so. Na klar. Ja, stimmt. Pollenzeit und so. Unangenehm. Denk mal daran. Danke. Das muss nicht immer alles Diktatur sein. Ja. Überall siehst du nur Nazis und Diktatoren. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Ja, ist okay. Was ich außerdem sehe, ist eine Serie zurzeit. Beziehungsweise seit gestern bin ich durch. Black Summer auf Netflix. Kann ich empfehlen. Ist mal wieder Zombie, ist mal wieder Serie. Die erste Staffel war so, okay. Die zweite Staffel fand ich jetzt richtig gut und hat meiner Meinung nach eine äußerst belohnende letzte Folge. Erst recht mit einer Sequenz. Und das ist natürlich trotzdem weiter eigentlich B-Movie-Quatsch, so was viel Zombie eigentlich ist. Was die Serie gut macht, ist, dass Zombies da eine wirkliche Bedrohung sind. Und jetzt der eigentliche Punkt, warum ich das anspreche, ist,
Da ich keine Serie oder Filme kenne, außer vielleicht, keine Ahnung, Children of Men oder so, die wirklich so viele One-Takes machen. Mhm. Ich weiß nicht, du als Schauspieler, ob du bei sowas schon mal mitmachen musstest, weil das ist ja schon, je länger das ist, desto härter wird's. So, wenn dann wirklich alles sitzen muss. Ich kann mich an zwei erinnern, wo ich echt einen langen One-Take hatte. Ja. Bei einem war ich nur so einer Mini-Rolle, also in der Szene zumindest hatte ich nur eine Aufgabe, so ein Klemmbrett irgendwie wegzutun. Und bei der anderen war ich Hauptdarsteller für, ich weiß, ich habe den Film vergessen, das ist schon ewig her, 2015 oder so. Und da mussten wir auch ewig lang durch so einen Uni-Flur laufen und da ist mir die Kamera so immer im Kreis gelaufen, um mich herumgelaufen, musste meine Kollegin küssen, meinen anderen Kollegen musste ich irgendwie schlagen und die haben diese Szene, ich glaube, 40 Mal gedreht, weil irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwie Mikrofon im Bild oder irgendwas unscharf oder wir haben was verkackt. Also es war furchtbar anstrengend. Nach 40 Takes hast du auch keinen Bock mehr. Ja. Es ist echt harte Arbeit. Viele Texte, die du aufsagen musst und immer gleiche Intention. Es ist echt anstrengend. Ja, und diese Serie besteht quasi nur aus Long Takes. Ja. Und das ist echt sehr faszinierend. Da wird natürlich auch hier und da mal getrickst. Also wenn dann so ein Kameraschwenk ist, ist halt offensichtlich da ein Schnitt. Mhm. Aber es wirkt halt nicht so. Also so ein schneller Kameraschwenk, wenn das Bild auch verwischt. Und in der letzten Folge ist halt ein Longtake so eine Actionsequenz, die sehr, sehr belohnt ist, wo garantiert auch versteckte Schnitte drin sind, aber es wirkt halt nicht so und es ist wirklich sehr, sehr geil. Also rein aus diesem Aspekt würde ich auch hier, wie bei Bo Burnham mit Inside, einfach mal eine ganz ehrliche, satirefreie Empfehlung rausgeben, wer sich dafür interessiert. Das ist wirklich trotzdem auch ein bisschen Quatsch. Manche Charaktere verhalten sich sehr gerne mal dumm und so. Mhm. Aber aus dem Aspekt, so aus der Filmmaking-Sicht, ist es schon ziemlich cool, muss ich sagen. War das Birdman, der auch so ohne Schnitte auskam? Ja. Also der wirkt zumindest so. Fand ich großartig. Da merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil das alles so ein Lauf ist durch diesen ganzen Film. Das ist faszinierend. Und da muss man aber sagen, bei solchen hochwertigen Produktionen, die One-Taker haben, probst du die auch vorher sehr lange. Du hast beispielsweise so eine ganze Probewoche von diesen ganzen Szenen, dann drehst du, dann hast du halt viel, viel weniger, naja, was du falsch machen kannst, als Spieler zumindest. Aber wo ich damals war bei diesem Kurzfilm mit der langen Szene, das haben wir vorher nicht geprobt. Haben es vielleicht dreimal kurz durchgesprochen und dann gleich gedreht. Da ist es klar, wenn du halt 40 Takes brauchst. Ja. Ja, geil. Gönnt euch oder auch nicht, je nachdem. Ach, Bill Cosby, lese ich da gerade, na klar, Alter. Wer auch viele Takes... den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Wer nicht mehr viele Takes brauchen würde in seinem Leben, ist Bill Cosby, denn der wird als Schauspieler absolut ausgebrannt sein. Mhm. Bill Cosby, einer der beliebtesten, also ehemalig beliebtesten, erfolgreichsten Komiker und Schauspieler in den USA, bekannt durch die Serie Cosby Family, glaube ich, hieß die, oder Bill Cosby Show, keine Ahnung. Ich glaube, ja, Cosby und Show. Und der wurde verurteilt vor einigen Jahren, weil er nachweislich einige Frauen unter Drogen gesetzt und missbraucht haben soll, oder auch missbraucht hat tatsächlich, hat es auch gestanden. Und Alter, gut, dass du das nochmal hier aufgeschrieben hast, weil die Story dazu, also ich weiß nicht, ob du den Hintergrund erkennst, warum, das ist richtig fucking juristischer Mindfuck. Ja, der ist, wie gesagt, auch schuldig gesprochen worden und hat auch gestanden zu großen Teilen, wurde jetzt aber überraschend freigesprochen, weil der Prozess wohl unfair gewesen ist, denn in den USA gibt es ja zivilrechtliche Prozesse und strafrechtliche Prozesse. Und die müssen getrennt voneinander betrachtet werden. Du darfst halt nicht von dem einen Prozess zum nächsten irgendwelche Sachen aufgreifen. Deswegen auch damals O.J. Simpson quasi strafrechtlich freigesprochen worden ist. Aber zivilrechtlich wurde er schuldig gesprochen, musste viel Geld an die Familie zahlen für den Mord, den er begangen haben soll. Und hier ist es ähnlich, dass während des Strafprozesses wurden nämlich Aussagen von ihm aus dem Zivilprozess aufgegriffen und ihn damit überführen lassen quasi. Und musste somit ins Gefängnis. Jetzt haben sie halt dagegen Provision eingelegt, oder wie das heißt. Und jetzt wurde er eben wieder freigelassen aus dem Gefängnis und ist ein freier Mann, weil der Prozess unfair gelaufen sein soll. Also das Problem ist, dass er damals gesagt bekommen hat, hey, wir kriegen das gesettelt, wenn du jetzt hier zugibst und wir verwenden das nicht gegen dich, dann kriegen wir das irgendwie mit einer milderen Strafe. Und da hat er das damals zugegeben. Und das gibt es quasi offizielles Geständnis so. Ja. Aber jetzt wurde in einem anderen Fall das aufgenommen und dadurch wird sein Instanz oder? Achte Amendment oder so, wie das in Amerika heißt. Also dieses,
du musst dich nicht selbst belasten, ja? Ach so, was es ja in Deutschland genau. auch gibt. Du musst keine Aussage über dich selbst machen, wenn es dich belasten würde. Genau. Das wurde dadurch verletzt. Ja? Mhm. Das ist richtig absurd, weil er das zugegeben hat, aber das in dem anderen Prozess nicht machen müsste, mhm. die da aber trotzdem diese Aussage verwendet haben. Dadurch ist er jetzt freigesprochen worden. Mhm. Das ist so absurde Scheiße. Und da kommt man schon ins Grübeln, ob das dann so sinnvoll ist. Weil zum Beispiel dürfen auch, keine Ahnung, Polizisten dürfen auch Trickery, ja, Tricks and Deceit dürfen sie einsetzen, um ein Geständnis rauszubekommen. Mhm. Aber Anwälte oder Richter dürfen das halt scheinbar nicht, weil mhm. sonst wäre das ja Trickery und Deceit. Also die dürfen in einem Verhör, dürfen Polizisten lügen, um dich zu einem Geständnis zu bringen. Genau. Aber in dem Fall geht's nicht. Und da muss man schon überlegen, okay, ist das jetzt irgendwie so sinnvoll oder nicht? Mhm. Auf jeden Fall geiler Typ, Alter. Geiler Typ, gut, dass der wieder frei ist. Da werden mhm. viele Frauen viel Spaß haben. Ja, ich denke auch. Vor allem er. Ja, ich sehe es sehr kritisch. Ich weiß nicht, wie das jetzt langfristig ist, aber er darf ja nicht nochmal verklagt werden. Ne? Man darf auch in den USA für eine Sache nicht zweimal verklagt nicht werden. Mal für die, nicht für die gleiche. Es gibt ja die 60 gleiche, Frauen, genau. die gesagt haben, aber es gab nur den einen Case, wo wirklich Beweise da waren. Na, einige waren ja auch verjährt, einige Fälle, weswegen er dafür nicht mehr belangt werden konnte. Und das finde ich heftig. Also ich weiß nicht, auch was er dazu selber sagt, würde ich ganz gerne wissen. Habe ich jetzt noch kein Statement von ihm finden können, aber das finde ich, er muss sich auch ein bisschen dafür schämen. Eigentlich habe ich es gemacht. So, er schämt sich dann nicht dafür. Das war auch Usus. Also da gibt es auch alte Interview-Ausschnitte, wie er im fucking Fernsehen bei Larry King zur besten Sendezeit sagt, ja, seit ich 11 bin, das ist doch für alle Jungs gleich, da waren wir immer auf der Suche nach Spanish Fly, nennt er das, halt so ein also das perfekte Mittel, um Frauen irgendwie bewusstlos zu machen. Mhm. Und Larry King, der verendet halt seine Sätze, ja, genau, ja, und so. Und das war mhm. halt irgendwie für die ganz normal, ja. Frauen zu betäuben und dann Schindluder zu treiben. Ist krank, ja. Und ich glaube nicht, dass, wenn das ein Leben lang für dich selbstverständlich war, dass du dann irgendwie sagst, erst recht, wenn du dann plötzlich freigesprochen würdest. Ja, aber wenn es dann irgendwie rauskommt, seine Reputation, klar, du kannst irgendwie so rumscherzen in Talkshows, ja, Frauen gefügig machen, was passt denn besser, Sambalita oder Wodka oder so, als man die abfüllt. Das ist ja eine Sache, die auch schon uncool ist, aber hat die echt unter Drogen gesetzt und missbraucht. Mhm. Wenn es dann irgendwann rauskommt, du bist halt ein riesen Fernsehstar, alle lieben und feiern dich, und dann kommt es raus und du wirst dann einfach, ich will nicht gecancelt sagen, aber du wirst halt dann irgendwie mit Recht herabgewürdigt und wirst ihm nicht mehr gefeiert. Das ist schon peinlich. Also wäre mir das zumindest. Mal gucken. Was wird er jetzt tun? Wird er jetzt ein Buch schreiben? Wird er jetzt eine neue Show bekommen bei Netflix? Das wäre geil. Ich bin sehr gespannt. If I did it. Eine Doku mit ihm in der Hauptrolle. Wie er die ganzen Frauen weggeraped hat. Ja, Kevin Spacey und Bill Cosby zusammen in der Alter, ja. Und Podcast. Und Harvey Weinstein, alle zusammen. Ja. Das wäre richtig gut. Einfach so eine Buddy-Comedy, immer auf der Jagd. Nach Frauen ja. und Männern halt bei Kevin Spacey. Ja, das wäre richtig gut. Mir würde schon ein Podcast ausreichen von Bill Cosby und Kevin Spacey. Hm. Hot and Spacey? Hm. Wird sie schon einen Name finden dafür? Ja, wir sind langsam echt über die Zeit, Tino, aber du hast da noch was stehen, ne? Ich hätte noch zwei Sachen, die man kurz ansprechen kann. Britney Spears, ja. die inzwischen 39 ist, voll krass, hätte ich nicht gedacht, bleibt unter Vormundschaft, das konnte sie nicht wieder aufheben, das ist wohl auch, wird auch eventuell ihr Leben lang so bleiben, voll sad, Hashtag Free Britney. Und der Attentäter aus Würzburg, nur mal ganz kurz, mhm. weil ja alle so über den Täter gesprochen haben, ja, der kommt daher und deswegen ist es schlimm, wenn wir Leute reinlassen. Auch mal über die Helfer sprechen, ja, es gab auch zwei Leute, die wurden gefilmt, wie sie den Attentäter aufhalten wollten, indem sie Stühle geworfen haben und so. Auch das sind Menschen mit anderer Herkunft, einer aus Vietnam und ein Kurde. So, der Kurde, der auch erst seit 14 Monaten hier ist, zum Beispiel. Finde ich witzig, wie du gerade Kurde betont Kurde. Hast. Kurde. Ein Kurde, selbst die können helfen. So hast du es gerade irgendwie betont. Nee, für die Ohren von irgendwelchen Rechtspopulisten, die ja glauben, dass alle die... Ja, hören unsere Zuhörer alles Rechtspopulisten. Weiß man, irgendwelche Gegner, Feinde von uns, die reinhören und nur hoffen auf irgendwelche Viertritte von uns, kann ja sein. Und also Menschen, klar kann es immer sein, wenn Menschen ins Land kommen, dass auch es mehr Blödsinn passiert. Kann ja sein, aber nur weil es halt um Menschen geht, ja. Die kommen hierher mit ihren Messern und machen Blödsinn. Ja, also je mehr Menschen irgendwo sind, desto mehr wird ja auch passieren. Das ist ja einfach Fakt, egal wo die jetzt herkommen. Also auch wenn
wenn jetzt hier im Raum zum Beispiel Menschen jetzt hier im Raum reinkämen, das mehr Blödsinn kann ja passieren. Schon von der Mathematik her wird es ja so sein. Mhm. So, und auch jetzt gab es weniger Menschen, weniger Blödsinn. Ja, genau. Ja. Danke, no woman, no cry. Und ich habe auch heute oder gestern Abend habe ich noch einen Beitrag gelesen, dass irgendwie irgendein Schiff oder Boot hat ein Flüchtlingsboot gerammt absichtlich, damit die halt sinken und so. Da haben auch Leute geschrieben, ja gut, so einmal wird's wohl, reicht ja auch für uns. Da dachte ich mir auch, Alter, das sind unschuldige Kinder teilweise drauf. Du kannst doch nicht alle Grundvorurteile wegen einem Idioten, der in Würzburg mit Messer rumgefuchtelt und Menschen umgebracht hat. Finde ich halt scheiße, weißt du? Hm. Weil, kontroverse Meinung, Kino. Naja, guck mal, wenn da irgendein Somalier auf dem Flüchtlingsboot ist und nach Deutschland kommt, der pflegt irgendwann vielleicht den, der diesen Kommentar schreibt, im Altenheim. Weiß man's oder rettet sein Leben? Hm. Weiß man nicht. Das waren meine Themen für heute und ich bin jetzt wieder stinksauer. Ach nee, und Michael Wendler, noch ganz kurz, Michael Wendler hat, es gibt ein Cover von Titanic, das ist ja ein Satire-Magazin, und die haben halt auf dem Titelblatt gehabt, Baerbock, ihre Kinder dürfen nicht mal Mama zu ihr sagen. So in Bild-Zeitungsmanier quasi. Mhm. Und Wendler hat es halt fotografiert oder geteilt und auf einer Telegram-Gruppe gepostet, in Caps Lock, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und so eine Frau will Kanzlerin werden, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also wieder ist ein Vollidiot auf Satire reingefallen. Sehr witzig. Punkt. Ach, der Wendler. Ja. Schön. Gut, was geben wir der Woche? Es hat sehr gebrannt. Man muss schon sagen, also ich bin schon auf der zweiten Hälfte. Mhm. Es war sehr heiß. So, es gibt das EM aus, ist ja auch ein großes Ding im viralen Internet. Für uns jetzt nicht, für unser Klientel vielleicht nicht. Aber so insgesamt ist es ja ein großes Ding vielleicht. Bill Cosby ist frei, also ich bin schon bei einer 7. 7 würde ich mitgehen. Brennende Kirchen, brennende Städte, ja. Brennende Ozeane. Was will man mehr? 7? 7, ich bin für 7. Machen wir 7, freuen Toll. Wir uns, klappen wir unsere Bücher zu. Richten uns auf, bedanken uns bei Dion für das ambiente Geräusch da hinten, was man vielleicht gar nicht gehört hat, je nachdem, wie mein Mikrofon das auffasst. Aber wenn man es gehört hat, dann freut ihr euch natürlich auch über Dion. Jetzt einschalten bei Dummer Dion auf Twitch und schreibt irgendwie Hashtag oder irgendwas, Brennpunkt Internet. Jetzt wiederum ist er vermutlich aber offline. Ach so. Jetzt nach Ende des Podcasts ist er wahrscheinlich offline. Das kann sein, ja. Er hat, glaube ich, bis kurz nach 12 gestreamt. Okay. Und jetzt Game Over. Zu spät, Leute. Sorry. Ja. Gut, dann würde ich sagen, es war sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Die Musik ist so laut. Selbe Stelle, selbe Welle, sage ich mal, ne? Ja. Tschüss.